Guten Abend, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Live-Projekt und zwar wie immer beim besten Team King Biceps. King Biceps. So. Das kommt hier unsere normale Anmoderation leider. Ist richtig. Na, liebe Zuschauer, Sie merken schon an den Empfangsapparaten. Eine Prise gestört ist mit dabei, aber das macht es halt auch sympathisch. Auf jeden Fall. Ja. Habe ich da gerade ein leichtes Kichern Ihres Kollegen im Hintergrund gehört? Oh, ja. Ja, der hat die ziemlich die Toffee hier runtergefallen. Also Ihren Kollegen kann man noch knüllen. Gut, nee, das war so die eine Sache. Was wollte ich eigentlich noch? Warten Sie mal. Wissen Sie was? Also, erstmal Glückwunsch zu Ihrem Sieg, ja. Ah, danke, war ja hochverdient. Ja, sag mal, jetzt haben wir ausgeglichen, jetzt hat jeder mal gewonnen. Das stimmt, da haben Sie recht, ne? Jeder hat mal gewonnen. Jeder hat mal gewonnen, passt. Und einen großen Respekt an den Bürgermeister, weil der stellt das ja alles auf die Beine. Ist ja Wahnsinn, also da muss man auch mal Props rausschicken. Macht er alles alleine, ne? Absolut, ja. Aber Sie wollten irgendwas sagen. Ja, ich, wissen Sie, was ich für ein Gefühl habe? Mmh. Ich habe das Gefühl, Sie würden jetzt gerne bei uns in den Traktor einsteigen und würden ein bisschen bei der Arbeit helfen. Da haben Sie irgendwie die falschen Gefühlstabletten genommen. Ah, kommen Sie, seien Sie mal ehrlich. Sag mal so, wir ganz sind ehrlich, die cholerischen Anfälle von Ihrem Kollegen, ich hätte auch keinen Bock drauf. Sie sprechen gerade mit mir, nicht mit meinen Kollegen. Ja, ich sag ja, die cholerischen Anfälle von Ihrem Kollegen immer, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja gut, ich hab dir die cholerischen Anfälle. Ah, egal. Ja. Passt das überhaupt damit ihm? Der ist ja mehr so Familien-TV eingestellt, sie ja eher weniger. Naja, ich sag mal so, wenn sie zwei sich zusammentun würden, sie würden sich prächtig verstehen. Ich sag mal so NTV und RTL 2, passt das so zusammen? Die wollen doch, dass ihr Feld brennt, oder? Entschuldigung, war ja nicht so gemeint, ne? War ja mal ein kleiner Gag am Rande hier. Ja? Aber wie gesagt, wir haben immer einen Platz frei im Traktor für Sie, wenn Sie mal, ne? Das Ding ist, wir haben ja einen schönsten Traktor in diesem ganzen Projekt, das kann ja Ihr Kollege ja auch bestätigen. Bringen Sie es mit? Es schmerzt, aber ja, es ist richtig. Ja. Aber soll ich Ihnen was sagen? Ja. Sie können auch bei uns in den Deutz steigen. Ach, haben Sie sich jetzt durchgerungen, ja? Nein, wir haben da aber gewonnen und da habe ich gedacht, mein Kollege, der ist einfach, hat es verdient, ist so ein guter Kerl, der, das sage ich hole den großen Fan und bin dann mit dem Deutz um die Ecke gekommen, da hat er sich gefreut, ne? Haben Sie eigentlich schon mal was zu den Gerüchten gehört, was hier mit der Firma los sein soll? Firma? Na hier, die polnische Firma für Pferde, ne? Da war ja, erzählen Sie mal, was ist denn da los? Na, wissen Sie noch gar nichts davon? Nö, das höre ich zum ersten Mal. Na, da hat sich Ihr Kollege wieder nicht weiter gesagt. Oh, viel zu Batman. Na, auf jeden Fall, ne, die kam ja letzte Nacht nicht, ne? Also, die kam schon, aber die kam halt viel zu spät. Dann haben sie irgendwie. Klar, habe ich Ihnen das erzählt? Das haben Sie mir erzählt, das stimmt. Da komme ich jetzt, dass Sie zu spät kamen und so, ja. Naja, aber ich weiß ja nicht, war der Bürgermeister mal bei Ihnen? Diesbezüglich? Nö. Okay. Also vielleicht im ganzen Stress, den er hat, auch ein bisschen runtergegangen. Ich glaube auch. Der wollte nämlich alle mal so durchfragen, was Phase ist. Aber ja gut, nö, dann werden wir das wohl demnächst halt, ne? Was würden wir da machen? Kann man nichts machen, ja. Ja. Muss man erstmal bezahlen. Ja, wie geht's so mit diesem ergaunerten Feld? Dem was? Ne, Sie haben ja ein Feld ergaunert. Wie läuft's da? In Feld ergaunert? Ja, Sie haben unser Feld ergaunert. Achso, Sie meinen das, hier den Pachtvertrag abgelöst? Ich hab einen Motorschaden, Freezy. Ja. Nicht nur einen Motorschaden. Was, Vibo? Was ist das? Motorschaden, ich komme hier nicht mehr weiter. Also, ich will dieses Spiel jetzt nicht spielen, aber der ist mir hier in die Seite reingerammt, obwohl ich in einem Kreisverkehr war. Ja. Oh, bleibe ich doch noch ein bisschen hier. Hier scheint gerade gute Stimmung zu sein. Aber ganz kurz, jetzt mal wirklich, ich möchte mich mit Ihnen nicht immer streiten, weil Sie scheinen eigentlich ein sympathischer Typ zu sein. Vorhin ein bisschen überreagiert bei dem Hausverbot. War das so ernst gemeint? Lassen Sie mich kurz überlegen. Nee. Ah ja. Ich wusste es. Ja, ich sehe die Emotionen, die kommen. Ich hätte jetzt echt einen Fünfer gewettet, dass das andere kommt. Aber na gut. Ja. Gott sei Dank wetten wir ja nicht leider. Ich wollte schon sagen, mögen Ihnen die Ärmel runter. Naja, Sie wissen schon. Jetzt haben wir einen Motorschaden, oder was? Na, Quatsch. Dieses Spiel spiele ich nicht. Nicht, dass hier noch Bauhof Weber anrücken muss und hier wieder alles auskratzen muss. Ich habe gehört, die melden Konkurs an. Die melden Konkurs an, haben Sie gehört? Ja.
Oh, okay. War der nicht was mit Couscous? Nicht Konkurs? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie macht wohl der Besitzer, gibt viel Geld aus für Rolex und Autos und so. Bruder muss groß. Was gibt's? Den mag ich nicht. Ja, ich habe schon das gehört. Aber mal hören, wo mein Kollege ist. Der ist jetzt schon länger verschollen. Ja, überlegt, ob er bei uns mal ein bisschen in den Traktor ein bisschen mithilft. Absolut nicht. Ich wollte jetzt hier nicht gleich wieder drauf losschreien. Wir sind ja hier auf fremdem Hoheitsgebiet. Aber die Frage war eigentlich, erstmal wollte ich wegen der Firma nachfragen. Ne? Sie haben, ne, du weißt ja Bescheid. Aber der Herr Bürgermeister war noch nirgendwo. Ich glaube, das ist in den Stress untergegangen, Herr Kollege. Ja, der hat auch natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, was haben Sie denn gemacht? Haben Sie die Leute da wieder für sich versucht zu gewinnen? Was meinen Sie? Also, wir wissen nicht, um was es jetzt so genau geht. Es geht wohl um die polnische Firma. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Oder was ist? Wir wissen ja nicht, was das Problem ist. Also ich hab Ihnen erklärt, was Phase ist. Ja, weiß auch von nichts. Aber der Herr Bürgermeister wird sich darum kümmern. Hat es jetzt aber noch nicht getan. Ne, aber schauen wir mal. Vielleicht kommt er ja noch, ne? Wenn nicht, komm mal. Ja, das muss man machen, ne? Wo Sie gerade noch beide hier sind, haben Sie vielleicht Lust, in meine Firma zu investieren? Aufsteigendes Unternehmen. Ich habe ja aufsteigendes. Was ist das denn für eine Firma? Möchte ich mal kurz hören? Ja. Was ist das für eine Firma? Ja, wir stellen Energy her. Oh, Energy, okay. Ja. Und da haben Sie hier eine Firma in der Dorfgemeinschaft? Ja, sicher. Und was machen Sie so für Umsätze? Boah, das kann ich noch nicht genau so sagen, weil wir sind gerade erst am Start, aber die Zahlen sind gut. Ah ja. Moment, da habe ich irgendwie... die Zahlen, was den Eigenkonsum betrifft. Ich glaube, da habe ich auf dieser Influencer-Plattform hier, wie hieß die hier, TubeYoub, da habe ich ein Video gesehen, da haben sie doch die Firma vorgestellt, da gab es so ein ganz ekelhaftes Hinterzimmer. Was? Da gab es so ein ganz komisches Hinterzimmer und da gab es irgendwelche Dienstleistungen. Was? Und das sah mir nicht freiwillig aus. Das ist, um ehrlich zu sein, ist das die Frau. Also, An der Stelle bin ich, glaube ich, komplett raus. Ich aber also, auch. Da kann ich soweit nur dazu sagen, sie ist freiwillig da und macht das gerne. Wow. Ah ja. Ja. Oder? Also ich habe ein reges Treiben auf ihrem Hof. Ich muss aber dazu sagen, vielen Dank, dass Sie das Video gesehen haben. Ich hoffe, Sie haben das natürlich auch positiv bewertet. Ich habe ein Dislike da gelassen, ja. Ja, okay, danke. Das ist auch Interaktion. Aber natürlich nur bei Ihnen, das ist ganz klar. Ne? Weil jemand anders, das lohnt ja nicht. Was schlägt denn? Ja gut, die Zeit schlägt ja eigentlich. Ja. Sie wollten ja doch wissen, Sie investieren, gebe ich Ihnen auch eine Stunde umsonst natürlich mit der jungen Dame da. Aber mein Energy kann ich selber einfüllen, da brauche ich keine Dame dafür. Also okay, wenn das mit dem Energy geklärt ist, hätte ich noch eine Frage dann? Ja, bitte. Erklär das erstmal. Es hat sich geklärt. Ah, ja, super. Wir wollten mal ganz kurz fragen, und zwar, wir haben ja vorhin das Feld gekauft. Mhm. Ne, also der Pachtvertrag war ja gekündigt und wir haben das Feld gekauft und haben das bezahlt. Und so ist leider aufgefallen, dass die, ich weiß nicht, wie sie das handhaben wollen, mit den Ballen, die auf dem Feld waren, die wurden ja von ihnen noch weggebracht. Die sind ja eigentlich im Grundbesitz. Nee, das haben wir mit dem Bürgermeister alles geklärt. Der hat gesagt, wir können da noch alles fertig machen. Ach, die Ballen, hat er gesagt, sind da, ja? Das sind alles unsere. Die sind aber alle von dem LU eigentlich, hätten abgefahren werden müssen. Wir haben bis heute kein Geld dafür gesehen. Wir müssen da nochmal nach. Das gibt's am letzten Tag, der ist heute. Ah, ja, aber tatsächlich. Bezahlt haben wir es ja schon mal. Also das ist so wirklich alles bezahlt in Abholen und schließen wir stört. Und haben alle Ballen haben sie da für sich, ja? Das sind, das Ball war alles. Das würde ich jetzt ohnehin abstreiten wollen, weil ansonsten, ich merke gerade schon wieder, der cholerische Saft tritt nach vorn. Welcher denn da? Ah. Was? Weiß gar nicht. Der Chat blinkt. Ich gehe mal los. Also ja, gehen Sie mal los. Ich folge Ihnen gleich. Also da würde ich stark Abstand davon nehmen. Und von was? Von den Ballen. Und okay. Würde ich stark Abstand davon nehmen. Sehr stark Abstand davon. Ist ja dann demzufolge ja auch schon erledigt, ne? Tja. Ja, ich kenne sie. Ja. Manchmal sind so Gesetze, die sind zwar so da, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Die fliegen am Bizeps vorbei. Ja, waren sie wohl schneller wie wir, ne? Muss man halt so akzeptieren. Ich glaube, wäre das auch anders gewesen. Ich glaube, da würden wir uns jetzt auch nicht so freundlich unterhalten. Ach, nicht? Nee. Ah, okay. Glaube nicht. Aber ja. Da sind wir ja froh, dass es so gelaufen ist. Das ist richtig. Und ich meine, wir haben einen guten Deal dementsprechend ausgemacht. Sie haben das Feld ergaunert. Im Sinne,
wir uns manchmal, nicht Bescheid gesagt, aber wir haben einen guten Ersatz, glauben Sie uns, wir haben einen guten Ersatz. Manchmal bin ich, mal außerhalb jetzt des Protokolls, manchmal bin ich gar nicht so glücklich darüber, dass die Zuschauer so aktiv sind. Ne? Nee, ich ahne Schlimmes. Ach. Die nächste Aufnahmesession wird wohl nicht so toll für uns, naja. Ich meine, man muss es mal positiv gut, sehen. Protokollende. So, aber da ist ja gut, dass das alles so gelaufen ist. Da sind wir ja froh, dass das glatt gegangen ist. Ja, ne, und oh. das passt alle. Wir sind da. Ne, wir haben vom Meister gelernt. Los, Story. Hallo. Hallo. Wir würden. Einen Moment, bitte. Also, Entschuldigung. Also, jetzt nochmal die 8. Ja, warte. Heißt das? 96. Ja, bitte? Und zwar wird man nur noch mal ganz kurz daran erinnern, dass man ungefähr in 2 Minuten oder wenn der fährt der Ballensammler gerade Richtung BGA? Nee, Richtung Hof. Richtung Hof, dann Abrechnung. Okay. Der kann quasi noch einmal aufladen. Also er soll noch mal 16 Stück bringen. Das wird er nicht schaffen. Okay. Also rechnen wir. Dann rechnen wir jetzt denn? Ab. Ja. Obwohl die 16 Stück, er ist schon am Feld 11, ne? Ja. Ja. Also wichtig ist, rechnet mal die anderen zwei hier bitte ab. Ja. Das, was er jetzt aufsammelt, Jakob, sammel auf, lass den voll stehen, beende die Arbeit. Ja. Und alle 3 Höfe fertig machen. Mit dem, was bis alles jetzt klar. Eingegangen ist. Ganz okay, wichtig. Dann komme ich gleich zu Ihnen. Ja, wir haben nur noch 3 Minuten, deswegen. Ja, ich komm hoch. Dankeschön. Jo. Schieben bitte. Warte. Kann man ja nichts gegen sagen. Eieieiei, das gibt Ärger, sage ich dir. Hallo. Warum? Aber nicht mit uns, oder? Nein. Hallo. Ich würde Ihnen die Ballen, die jetzt schon an der BGR stehen, abrechnen. Das sind 36 Stück. 36? Ja. Ach ja, 3 Ladewagen, okay. 2. Nochmal die Rundballen halt noch dazu gerechnet. Ach, da waren noch 4 Rundballen dabei, ne? Genau. Das waren die mit der pinken Folie, oder? Genau. Ah ja, verstehe. hab ich schon bei uns angemerkt, das wird sich aber noch ändern. So, wo sind sie denn? Herr McManus, Geld an Hof beweisen. 50-4 kriegen sie von uns. Ja, das klingt doch gut, ne? Wenn man überlegt, dass wir noch hier bei einem S-Fuck liegen haben. Das ist natürlich nicht schlecht. Wird man dann direkt auch für die nächste Dings alle beiden Ladewagen, die sie so haben, mieten. Geld müsste raus sein. Ist angekommen, super. Ja, alles klar. Machen Sie mal direkt bei den anderen weiter, dass sie auch noch glücklich sind. Ihre Ballen schon mal abgerechnet, dann gehe ich mal weiter. Dankeschön, schönen Tag noch. Super Arbeit übrigens. Vielen Dank. Ja, immer wieder schön, ne? Ach, das eigene Team ist doch das Beste. So, Die haben nicht mitgekriegt. Jetzt ist es vorprogrammiert. Die haben nicht mitgekriegt, Alter, dass wir die 4 Ballen gesnackt haben. Oh, nice. Dazu sage ich nur, läuft. Ich würde sagen, abgezogen. Aber ganz ehrlich, mich ärgert's, dass es nur 4 waren. Ja. Schade, da lagen so viele Ballen rum, aber die haben die echt gut abgefahren gekriegt, ey. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wir müssen uns auf jeden Fall was einfallen lassen hier. Das ist wahr. Ich presse hier seit 5 Folgen Ballen. Oh, nichts anderes außer Pferde, Felder grubbern und ansehen. Wahnsinn, ey. So. Aber war eine geile Aufnahmesession. Also die letzte Minute geht jetzt rum. Dadurch, dass wir 8 Folgen aufgenommen haben, sind die Folgen auch noch 15 Minuten. Das bitten wir echt zu entschuldigen. Aber es war eine geile Aufnahmesession. Die 8 Folgen waren super hart, aber wir haben durchgekloppt. Und wir haben so ein geiles RP gehabt. Wir haben so geile Situationen gehabt. Es ist der Wahnsinn. Also das Projekt, ich feiere das einfach nur hart. Mich wundert es immer wieder, weil es ist halt auch echt nicht geskriptet. Es ist einfach so wirklich frei raus, was hier alles passiert. Und ich glaube, wir werden RP-technisch auch immer besser, Alter. Mit unserem Forst und hier live. Ich habe so das Gefühl, wir sollten da unseren Horizont erweitern. Ja, bin ich auch für, ja. Ja. Wirklich sehr nice. Also echt coole Sache.
Wenn euch das natürlich auch so gefällt, ne, ihr wisst, was zu tun ist, lasst das Däumchen da. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen vorbei, auch bei Freezy, haut er auch richtig schön raus. Und ja, spammt die Kommis, was die anderen so schönes gemacht haben. Ja, das mit den Ballen, dass wir die gesnackt haben, wird schon durch sein, denke ich. Aber wir haben genug Zeit, genug Vorproduktion gehabt, dass ja, die erst viel, viel später darauf reagieren können. Aber natürlich in der nächsten Folge ist eine ganz frische Aufnahmesession, das heißt, da wird euch wieder Hardcore-Eskalation wahrscheinlich erwarten, ich weiß es nicht. Aber da kann es passieren, da geht es direkt Vollgas ab, wenn die dann mitkriegen, was wir so alles angestellt hatten und haben. Aber naja, auf jede Aktion folgt eine Reaktion, so ist es halt. Krass. Aber wo ist denn unsere Spritze hier? Die Ballen, Alter, ich fahre jetzt hart. Ach da, ich fahre dran, voll dran vorbei. Auch mit dem Tod. Wenn schon mal haben, ne? Sind die Grasfelder gedüngt? Ja. Hammerhart. Grasfelder habe ich alle gedüngt, ja. Ja. Und die Kleine noch irgendwas mit dem Bürgermeister schon wieder. So, kurzer Stand. 213 Gut Bier halt, 178.000 Burning Farmers. Das heißt, die haben echt viel Ballen gemacht. Die haben richtig viel Ballen gemacht. Die haben wirklich viel, Alter, Ballen gemacht. Wir haben hier noch das ganze Feld voller Ballen und alles. Und das Gras wächst gerade wieder nah. Wenn du überlegst, dass wir gerade 50.000 gekriegt haben. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge, neue Aufnahmesession. Da geht's weiter. Danke für eure Unterstützung an der Stelle. Ihr seid die Besten. Bis dahin. Beim besten Team. Tschüss. Tschüss.